So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 zum aktuellen Forzathon. Und der ist ja diesmal aus welchem Grund auch immer auf Englisch, aber das sollten wir trotzdem hinkriegen. Da heißt diesmal Basket of Goodies, It's a Wonderful Weekend for a Royal Show. Na, Royal nicht so ganz, denn ich glaube, da im Bild, das müsste sein, so ein Fiat oder Abarth 500 SSSSS. Ungefähr so heißt er, ne? Wieder mal drei Herausforderungen und auch was ziemlich geil ist, 30% auf alles. In der Autoshow. Das ist mal ordentlich. Aber auch diesmal dann so gesehen nur drei Herausforderungen. Und zwar die erste, Hopping Good Time. Also, wer performt 10 Kangaroo Skills to earn 45.000 XP. Also 10 Känguru-Fähigkeiten machen für 45.000 Erfahrungspunkte. Nice. Dann King Me, complete 3 Matches of King to win 3 Wheels Wins. Also wir müssen dreimal König spielen. Um drei Wheels Wins zu bekommen. Denn jetzt das Geilste von heute quasi. Bucket Buffett. Complete 5 Bucketlist Challenges to win the Porsche 911 GT3 RS 4.0. Also 5 Löffellisten absolvieren, um zu bekommen den Porsche 911 GT3 RS 4.0. Aus der Generation 997. Quasi der erste Porsche, der auch im Forza mit dabei ist. Natürlich, es gibt hier im Spiel ein Porsche Pack, was ich auch habe. Was ich auch, ich weiß auch gerade ein Porsche. Aber man kann auch jetzt durch Forzathon einige Porsches gewinnen, unter anderem auch den hier. Beim nächsten Forzathon, der müsste dann am Dienstag, dem 18. April sein, gibt es auch was zu gewinnen. Deswegen, wird lustig. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den 10 Känguru-Fähigkeiten. Und zwar sitze ich hier. Es ist vielleicht ein wenig unpassend, aber ich sitze hier im 911 GT3 RS, den neuen. Quasi die Nachfolge von Wagen, den wir heute gewinnen können. Der ist zwar dafür ziemlich ungeeignet für Känguru-Fähigkeiten, aber ich versuche es trotzdem mal. Das kann schon schief gehen. Das ist der Gute. Richtig geil. So. Zack. Ich bin jetzt gerade am Flughafen. Hier sind noch so ein paar Dünen. Deswegen, ich versuche immer mein Glück. Bei der Känguru-Fähigkeit muss man, glaube ich, sehr oft hintereinander springen. Jawohl, Känguru. Zack. Wenn der Porsche, der ist gerade ziemlich arm dran, dass er sowas durchstehen muss bei mir. Und das gehört halt dazu, mein Freund. Komm. Oh, im Himmel. Das war wieder einer, glaube ich. Die geile Kette da oben, ne? 15.000 mal 4,8. So läuft das. Muss ich zerstören, zerstören, ja. Komm. Nice. So muss das. So. Warte, ich kann ja mal kurz das den Erfolgstracker anmachen. Da kam am letzten Update dazu. Genau, Erfolgstracker. Nein. Wo kann ich den denn hier? Ah. Perfekt. Ist ja da oben. Habe schon circa die Hälfte beendet. Will ich jetzt mal so behaupten. So, das schaffen wir auch noch. Zack. Wow. Wieder Känguru. Das geht sogar ziemlich gut mit der Porsche hier. Weil er ist halt auch schnell genug. Und schnell genug bricht mich auch, aber ist ja auch kein Ding. Ist ja eh scheißegal. So, noch, ich glaube, vier Sprünge circa. Sprünge, nein, Sprünge, Fabian. Ich fahre mal wieder rechts oder der Bahn lang. Komm. Ja, danke, Porsche. Jetzt finde ich den mal gesagt mal ziemlich geil. Also, ich auch die Porsche in den Packs finde ich auch wirklich richtig, richtig gut. Also, wenn ihr Porsche mögt, kauft euch das bitte. Also, ich finde es absolut genial. So, mal wieder ein Känguru. Zack. Und top. Oh Gott. Hier wieder umdrehen. Oh, das ist eine Riesendüne. Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und. Wow. Oder nicht so viel.
Au. Oh ja, zack. Ah, da siehst du. Ging doch ziemlich schnell eigentlich, so. Dafür haben wir jetzt auch 45.000 EP erhalten und gleich oben auch eine ziemlich nice Kette. So, Speicher. Wheelspin, zack. Ey, hat er nicht gezählt. Gibt's ja gar nicht. Erstmal mache ich den Erfolgstracker hier wieder aus. Den brauchen wir ja quasi jetzt nicht mehr. Weil den Rest kann ich auch zählen. So, wir gehen mal zu Fortschritt und lösen mal den einen Wheelspin ein. Jetzt bin ich 550, Alter. Voll krass, ey. Und wir gewinnen... Wow. Den Renault Alpine A110.600S. Naja, gut. Immer noch eine neue Karre, ja. Kann mich auch nicht beschweren. So. Das heißt, wir haben jetzt hier beim Forza schon das erste abgeschlossen. So, die drei Königsspiele werde ich heute in der Folge wahrscheinlich nicht machen, weil erstens kann ich gar nicht online spielen, weil ich gerade noch am Hochladen bin, ein Video. Die Let's Play-Folge für Freitag. Und deswegen muss ich jetzt hochladen. Das geht nicht woanders anders. Sonst kommt die denn nicht online pünktlich. Deswegen machen wir noch 5 Löffellisten, die wir absolvieren müssen. Für den GT3 RS 4.0. So. Ich habe schon mal hier eine markiert. Die war relativ leicht, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Aber mal schnell dahin. Ich glaube, die war dort mit dem Centenario. Kann das sein? Ich weiß das gerade nicht genau. Ich habe mir auch erst diese eine rausgesucht. Oh Gott, der arme Porsche. Dass er ja durchschauen muss. Auf jeden Fall, das macht der Porsche, glaube ich, schon ziemlich gut. So, ich meine, noch irgendwie gar nichts beschleunigen. Ich wäre aber noch besser nach die geile Rennstrecke, wie der Nürburgring zum Beispiel. Da fühlt er sich, glaube ich, soweit am wohlsten. So. So, vielleicht da. Ein bisschen Käfert einfahren. Oh, Baum, Baum, Baum. Gut. Überlebt. Scheiße, Alter, mit 270 Offroad. Ich bremse mal. Eieieiei. Also der Wagen hier steht ja schon ziemlich krass, ne? So, starten wir mal. Ich glaube, das war der Centenario. Ich guck mal. Ach, tolle Musik. Ah, das ist ja... Ah ja, gut, Centenario. An ihre Grenzen gehen. Das kann ich wunderbar. Die Musik ist auch wunderbar. Wahrscheinlich überhaupt nicht GEMA-geschützt. La, 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 la. Deswegen muss ich hier so viel Scheiße reden. Nummer 21 bei der Löffelliste. Was muss ich hier machen? Fast-Treffer-Fähigkeiten. Ah ja. 15. Ja, war schon mal 4. 6, ja. Muss auch theoretisch nicht ganz so schnell fahren. Aber weil ich es kann, tue ich es einfach mal. Ja, das war nicht ganz. Okay. Das war zu langsam. Das sollte ich eigentlich schaffen. Ja. Ja. Easy, würde ich sagen. Nein, war auch leicht, aber gut. Wollte ich das schaffen und nicht daran verzweifeln. Deswegen wollte ich eigentlich erstmal zum Start relativ leicht nehmen. So, fehlen uns noch 4 weitere. Und schon mal vorweg, den Porsche werden wir heute auch in der Folge fahren. Also keine Angst. Das werde ich denn schon reinschneiden. So, das ist 30 von 30. Ja gut. War jetzt auch nicht so schwer, die zu machen. Da war die in Horizon 2 deutlich schwerer. Fand ich zumindest. So. Was haben wir denn hier? Schwer. Mittel. Nehmen wir mal die einfach. Die mittlere. So. Ist ja nicht weit. 2,5 Kilometer. Geht ja mit dem Porsche hier relativ zügig. Und noch was zum nächsten Fahrzeugrunde, der ja am nächsten Dienstag denn ist. Da wird es dann wahrscheinlich am Mittwoch das Video zu geben. Wenn nicht alles falsch läuft. Das ist auch geplant zu jedem Porsche, der mir wirklich richtig geil gefällt. Das wäre zum Beispiel der hier, das wäre der Panamera. Das wäre der Cayman GT4, das wäre der 911 GT2. Also schon mal die 4 fest, jetzt die es schon im Spiel gibt. Zu dem werde ich auch noch ein Video machen. Das ist auch sehr, sehr zeitig. Es kann sogar sein, dass vor diesem Fahrzeug noch ein anderes Video erschienen ist. Zu dem Porsche wahrscheinlich. Zum GT3 RS. Soll ich nochmal sagen. Okay, wir haben ein Bäumchen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah.
eine Audi RS4. Avant. Ja, das ist wichtig. So, fahren Sie im Audi RS4 Avant aus, Pink Lakes zu entdecken. Das Deutsch. Wunderbar. Die hat Übersetzung, wirklich. Ist ja auch nur da, aber. So, rennen zum Zielort fahren. So, kürze mal ein wenig ab. Wir werden gleich auf die Straße fahren. So. Also der Audi ist schon so ein bisschen langsam, ne? Im Gegensatz hier zum Porsche. So, wo müssen wir denn hin? Ach du Scheiße. Wir müssen da. Warte mal. Durch so einen See fahren sollte man natürlich besser nicht. Weil je nachdem, wo wir lang fahren. Wenn der Boden frei ist, natürlich bei Grenze beim Audi. Das ist nicht so krass. Ich würde sagen, Baum gerammt diese Folge. Check. Ich war ja bis jetzt ziemlich unfallfrei. Immer Zeit, glaube ich, ne? Ja, haben wir. Ich kann auch außen rumfahren. Gott, der arme Audi. Und jetzt war Allrad gut, aber trotzdem nicht ganz so sein Gebiet. Ja, schaffen wir locker. So, zack, hier. Da bremsen wir noch ein bisschen. Easy. Ich würde auch sagen, relativ spielend das Ganze hier. Das war Numero 2. Fehlen noch 3, logischerweise. Wer rechnen kann. Ich meistens schon, aber manchmal auch nicht. So, mach eine Forza. Ich will den Porsche haben. Und ihr wollt ihn, glaube ich, auch sehen. So, die dritte nehmen wir mal die hier. Ich werde wieder hinfahren. Jetzt sind wieder 4 Kilometer. Geht theoretisch auch wieder. Sehr gut, Fabian. Da geht auch wieder Zeit verloren. Warte, ja. Naja, kein Ding. Gibt der Zeit, wird mir das Video länger, aber warum nicht? Weil Porsche sogar, den muss man einfach fahren. Ich bin wirklich der absolute Fan von diesem Auto. Und das Pack mit Abstand mein Lieblingswagen. Ich würde sogar sagen, ich fände ihn geil als alle zusammen. Ja, das war auf jeden Fall. Jetzt mal die Cockpit, die auch richtig, richtig geil aussieht. Die Cockpit-Ansicht. Auch der Sound, ne? Auch wenn der Motor bis über 9000 Umdrehungen dreht, ey, das ist auch einfach. Das ist pornös. Auch so die Sechszylinder-Boxer von Porsche, die sind einfach richtig übel. Sowohl auch im Turbo oder im normalen Carrera oder auch im GT2 natürlich auch. Ist einfach richtig geil. So, weg da. Mal wieder in die Außensicht, dann fahren wir wieder ein wenig Offroad. Anhalten, anhalten, ah. Ha! Das war doch geplant, ey. War es gerade im Rolls-Royce? Habe ich das richtig gesehen? Machen Sie eine Spritztour im Rolls-Royce Dawn. Das ist ja wunderbar. Ein Rolls-Royce, aber oh, wieder Musik. La 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 la. Das ist, glaube ich, hier. Ich kenne das Lied. Das ist von Hospital Records, ne? Nee. Ach, genau. Das war das. Ah ja. Aber auch viel Zeit, ey. Oh Gott. Wir müssen wieder hin, alle 12 Kilometer. Ach so, mitten in die Stadt. Dann ist ja gut. Guck mal, der muss ich mal schalten. Das ist einfach nur eine reine Automatik. Ich meine, das ist nur so leicht. Ich will doch da dran schalten. Da darf man gar nicht schalten. Naja, nehmen wir dieses Schiff hier. Das wiegt, glaube ich, 2,5 Tonnen. Ja, wirklich, 2,5 Tonnen. Also ungefähr so viel wie eine G-Klasse. Ich meine, das ist auch quasi so groß. Ist nur halb so viel in der G-Klasse, aber auch dafür doppelt so lang. Das Ding ist echt mega lang. Und auch gar nicht mal so schnell für die Leistung.
Wie viel KW hat er? Ah, um die 400 hat er auf. Das war nicht so schnell, ne? 400 kW. Ey, wirklich, der wiegt auch wirklich 2,5 Tonnen, aber trotzdem. Der hat, ich glaube ich, sogar 600 PS ungefähr. Weiß gar nicht. Oder 500 irgendwas. So. Sportwagen muss hier, Kurvenlage. Oh, im Himmel. Ach du Scheiße. Bremsen sind, naja. Aber das war das geil. Man, es ist ein dicker 12-Zylinder-Motor von BMW gebaut, glaube ich sogar. Hört sich mal nicht so, irgendwie, ist irgendwie so sanft, so normal, nicht so irgendwie so böse, so schreiend wie so ein Ferrari oder Lambo-Motor. Ist halt noch so für die etwas ruhigeren und komfortableren Leute. Ne, weiß nicht was. Das war ein wenig knapp. Ich bremse hier schon mal. Man weiß ja nie. Wann wird das hier im Rathaus? Kann ich dann irgendwo abkürzen oder so? Anderen Weg fahren? Ne, das wäre schon der beste Weg eigentlich. Wie nach GPS war. Für mich gerade der einzig sinnvolle Hallo Mini. Ich einfach mal den Mini weggerammt. Ich hab den gar nicht. Weil ich kriege so viel wie zwei Minis. So, außen rumfahren. Ich hab's nicht mehr geschafft. Jetzt gibt doch mal. Mann, ey, komm doch mal voran hier. Ist eine für Leistung, aber so beschleunigen? Das ist eine Trantüte. 6 entscheiden. Von 8 Gängen, glaube ich. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. So. Elegant den Wagen. Elegant die Ute gerammt. Im Schleunigen. Dauert auch ein bisschen. Ja, zieht sich gerade hier mit dem Rolls-Royce. Tut mir leid, aber ich kann es ja nicht vorhersehen, dass es hier so lange dauert. Sollten wir eigentlich schaffen. 2 Kilometer 1,40 ist, glaube ich, machbar. Ja, aber auch nur gerade so, ne? Alter. Scheiß KI. Weil ich mir noch so ein bisschen gewöhnt, so rechts zu fahren. Obwohl ja Linksverkehr ist in Australien. So. Komm, ich bin da. Quasi einmal so ein bisschen rechts rum, geht das Vollgas? Nicht wirklich. Das hat keiner gesehen. Komm, 200 Meter. Komm, 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 komm. Jawohl. So, zack, Geld her. Ein paar EPchen her. War so wenig. Also ist aber nicht so viel. Da geht mehr. Komm. Das sind jetzt dreifach 5 Tonnen, wir sind jetzt bei 19 Minuten. Oder 18. Insofern ich nichts rausgeschnitten habe. Weiß ich noch gar nicht. Das wieder werde ich aber erst Samstag schneiden und nicht heute schon am Freitag. So, haben wir noch eine leichte. Wir nehmen mal die leichte, aber. Nein. Das wollte ich nicht. Diesmal, das ist ja so, also aufholt, wir teleportieren uns mal dahin. Das soll alles hier noch jetzt ein bisschen schneller gehen, würde ich sagen. Weil ich nicht erst 30 Minuten irgendwie ein Video gucken und dann erst den Porsche sehen. Ich würde natürlich lieber gleich den Porsche sehen. Aber das macht wohl keinen Sinn machen, so, oh Gott. Ein HSV GTS. Erleben Sie im HSV GTS von 2014 einen Bilderbuch-Moment. Das ist wunderbar. Wieder tolle Musik. Bei der Nummer 29. La 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 la. Musik ist toll. Eigentlich nicht. Oh Gott. Springen! Alter. Ist das etwa... Würde mich verarschen, oder? Alles klar. Springen. Was auch nicht.
Dafür ist der Wagen sich perfekt geeignet. Mega viel Bodenfreiheit, ein richtig geiles Fahrwerk dafür. Und auch hat der gute Allradantrieb. Oh Gott. Der arme HSV. Obwohl ich habe eigentlich nicht wirklich Mitleid bei dem Wagen. Und das sollten wir eigentlich schaffen, oder? Ja, 60 Meter. Naja, 90 Meter zu viel. Das tut mir aber leid. So, Nummer 4 geschafft. Das ging ziemlich zügig. Ah, Nummer 4, oder? Ja, Centenario, RS4, Rolls-Royce. Genau, jetzt der hier, HSV. Das war Nummer 4. Also einer noch und dann kriegen wir endlich unseren heiß ersehnten Porsche. Ich freue mich mega. Wird, denke ich mal, so ähnlich sein hier wie der Kollege, den ich gerade fahre. Jetzt machen wir nochmal die hier. Da fahre ich aber wieder hin. Zur letzten. Das heißt, die, glaube ich, mit dem Hennessy Venom. Dieser komischen, diese komische Musik hier. Aber wie heißen die? Dieses Död. 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 Das kennt ihr, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Film die ist, aber die kennt auf jeden Fall jeder, denke ich mal. So. Das ist ja der gute, der durchsichtige Hennessy Venom. So, machen wir mal. Es ist ziemlich dunkel. Cool bleiben. Erreichen Sie im Hennessy Venom 402 Kilometer pro Stunde. Ist halt ganz schön wenig, ne? Auf so einer Landebahn, 400 km/h. Das ist schon. Das soll mein Blitzer sein, glaube ich. Zack, zack, Gang. Vierter. Ja, Beschleunigung ist ganz nett, würde ich sagen. So, 300. Da kommen mehr, mehr, mehr. 360, 370, 380, 390. Ja, 404. So, freigeschalten. Jetzt haben wir auch bekommen unseren guten Porsche. Ich glaube auf Englisch Porsche. Das haben wir sowieso ein E vergessen. Die Leute, die das so aussprechen. Das ist ja nicht umsonst ein E. Porsche, nicht Porsche. So, lad mal schneller hier. Forza. So. Ziemlich dunkel. Ich gehe mal kurz hier rein. Haben jetzt zwei Sachen abgeschlossen. Deswegen würde ich sagen, springen wir in den RS 4.0. So, das ist unser gutes Stück auch, der 911 GT3 RS 4.0. Damit auch der letzte GT3 RS dieser Generation. Hat wieder neu auch den gleichen Motor, eigentlich auch 500 PS aus dem 4 Liter 6-Zylinder Boxer Motor. Aber der auch diesmal mit Handschaltung. Ich glaube auch noch ein bisschen leichter als der neue. Aber auch mit weniger Technik. Der hat auch hier keine Allradlenkung. Der neue hat, glaube ich, Allradlenkung. Glaube ich, hinten auch mit bis zu 2 oder 3 Grad mitlenkt. Das natürlich auch hilft. Auch hier dicke Theke. Richtig geiles Teil. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Auch hier zentrale Verschlussfelgen. So, mal kurz einen Soundcheck machen. Hört sich richtig geil an. Hört sich anders an als der neue. Also nicht der identische Sound. Das ist auch ziemlich nice, Alter. Also bis er neu rauskam, war das ja mein Lieblings-Porsche. So. Hat auch gut Grip, Alter. So, Anschaltung. Das Schalten dauert leider ein bisschen. Hat auch deswegen nur 6 Gänge. So. Alter, im Innenraum hier. Ja. Kann man sich ja mal gönnen, ne? Sieht auch ziemlich geil aus. Der Sound im Innenraum, ne? Ist einfach geil. Porsche baut einfach die besten Sechszylinder-Motoren. Finde ich. Danach BMW. Danach keine Ahnung. Boah, ey. Gefällt sich auch ziemlich geil. Geile Kurvenlage.
Hat aber auch in Forza deutlich weniger Punkte als der neue. Und zwar hat er nur, ich guck mal kurz, 854 Punkte. Der neue hat 929. Der neue ist Extreme Track Toys und der hier ist, also nur, bei den Supercars. Deswegen hat Porsche noch mal einiges rausgeholt. Aus diesem Wagen. Boah, der ist einfach nur geil. Der war auch schon an Forza Motorsport 6 und Forza Horizon 2 richtig geil. Da gab es die Porsche ja auch in beiden Spielen. Per Porsche Pack oder beziehungsweise in Forza 6 mit der Porsche Expansion. Bremsen super. Ey! Blöder Ferrari, ey. Diese Ferrari-Fahrer. Denken Sie an was Besseres. Ich hoffe, die Überkurvenlage fährt sich gut. Hat auch. Ja, hat auch ein bisschen zu schnell. Und ich glaube, der Wagen gefällt mir. Sieht auch sehr gut aus, natürlich. Also, das ist, denke ich mal, auch für Anfänger geeignet oder für nicht so Erfahrene. Die mit nicht so viel Leistung umgehen können. Der hat auch nur 500 PS. Ist aber dafür auch sehr, sehr schnell. So schnell als die meisten Autos mit der Leistung. So, genau, Rakan, bin mal weg. Im ersten Jahr hat er auch schon gehabt. Schon wieder neue. Er geht auch ein bisschen quer, wenn man möchte. Man muss es halt nur nicht übertreiben. Und den Wagen werden wir, denke ich, auch nicht das letzte Mal fahren, so fotografieren. Ich habe auch gesagt, ich werde jetzt auch noch einige Porsches fahren, nochmal extra, für die ein Video machen. Und der wird tatsächlich sicherlich auch mit bei sein. Also gehe ich mal stark davon aus, weil ja, es ist einfach ein GT3 RS 4.0. Das war mein Lieblings-Porsche. Bis halt der neue rauskam. Der ist ja auch glücklicherweise im Spiel drin ist, wo ich mich ja mega darüber gefreut habe. Naja, wirklich ein richtig cooles Auto. Aber ausführlich erfahren und auch tunen werden wir ihn denn zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Dann ist die Folge auch leider wieder zu Ende. Es tut mir leid, aber irgendwann muss auch Schluss sein. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen oder in einem anderen Video. Und vielleicht auch gar nicht mehr, wenn ihr Videos nicht mögt. Ist mir auch egal. Oh, sieht einfach richtig geil aus, ne? Mit diesen weißen Felgen. Das kann was. Oh, einfach geil. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.